Yo, yeah, und weiter geht es mit PvP. Und endlich haben wir wieder mal die Void Star erreicht. So, und diesmal mache ich nicht mit meinem Hexer oder Jedi-Ritter weiter. Oder dem Scharfschützen. Sondern mit dem Powertag. Ich habe ihm jetzt neue Rüssi gekauft. Leider habe ich jetzt noch keine Modis drinne. Also Modifikationen. Deswegen haben wir auch nur 23.000 Leben, aber ich hoffe, das werden wir schaffen. So. Alle rechts. 1 bis 2 links. So. Wir haben die Rüstung von Mandalore, dem Bewahrer, also auch bekannt als Sandalus Order. Der Mandalore wurde, als er mit Revan, lest das Buch Revan, ihr werdet alles erfahren. So. Eigentlich wollte ich mit Serlo machen, also eine Runde machen, aber als ich mit ihm. Oh doch. So, das packen wir mal oben rein. So. Aber als ich mit ihm gemacht habe, in VP, dann bin ich weg gewesen und dann jetzt ist er auch nicht und genau das ist unser Problem, wenn man nicht besonders viele Leben hat. So, ich glaube links. Genau so gut. Unautorisierte Waffen entdeckt. Ich glaube, diese Attacke ist eher wichtig. So, erste Medaille. Das ist doch gut. Oh nee, das war Nummer 3. Ja, dafür hätten wir eine Medaille kriegen müssen. Und platzieren die Sprengsätze an einer der Türen. Passen Sie auf, dass der Feind Sie nicht entschärft. So, und jetzt aufbauen. So, hoffen wir, oh, 3 Medaillen haben wir schon. Na? Gut. Ich glaube, ich warte erstmal, bis ich genug Leben habe. Und dann auf in den Kampf. Sorry, dass ich gerade nicht so gut bin, weil ich muss mich erstmal wieder gewöhnen. Ich habe gerade mit meinem Hexer noch Credits gefarmt. So. Okay. Ja, geht doch.
10 Gegner schon erledigt. Ist schon geil. So, dann alle links. Immer schon die ausschalten, die nicht besonders viel Leben haben. Hülle instabil. Reaktorkern betroffen. Evakuierungsprotokoll initiiert. Bitte über die Aufzüge zur Brücke begeben. Zack. Das ist doch ganz korrekt so. Sie haben die Frachtrampe gestört. Umgehen Sie das Kraftfeld, platzieren Sie Sprengsätze an einer Tür und bewachen Sie sie, bis sie explodiert. So. Dann gehen wir da rüber hin. Okay, übrigens, ich habe auch diesen, mein Charakter hier habe ich auch, wegen Sandros, oh Mann, oh, Ordo erstellt. Finde den ganz cool. Und Mandalore generell ist auch schon was Cooles. So. Okay, bei so vielen Kämpfern wäre nicht so ganz einfach. So, starten wir aus denen. Ja, ihr braucht euch wirklich nicht wundern, warum ich oft sterbe hier. 22.000 auf einmal. Okay. Achtung! Unautorisierte Waffen entdeckt. So, das war gerade mein Wecker, dass ich um diese Uhrzeit ein TV-Video machen. So, ups. Sie haben die Frachtrampe gestürmt. Umgehen Sie das Kraftfeld, platzieren Sie Sprengsätze an einer Tür und bewachen Sie sie, bis sie explodieren. Shit, den hätten wir fast nur mitgenommen. Ach, brauche ich jetzt nicht hinschreiben. Leitestufe 2. So, 8 Minuten. Verteidiger, verhindern Sie, dass die Angreifer den Datenkern erobern. Gut so. Gegner abfangen und die Türen inne und Blick. Ich glaube, es wäre gut, dass wir ja. Autorisierte Waffen entdeckt. Wenn welche das nicht verstehen.
So, wir warten erstmal. Ich hatte das mal, da habe ich mal gegen mit einer Gruppe gegen die Gilde The Force gekämpft. Also da waren wirklich alle und dann noch alle Level 54. Das ist dann schon so sehr nervig. Das könnt ihr mir glauben. Ja, der hat noch was abbekommen. So. Jetzt müssen wir die ganz lange aufhalten. Oh Mann. So. Ganz schnell wieder rein. Wir müssen mal links gucken. Oh oh. Achtung! Hey. Unautorisierte Waffen entdeckt. So, guckt doch mal, nehmt mal ein paar Runden von mir an, wo mal was Gutes ist. Die letzte Runde, PvP, die 20. Runde, oh man, 2 Minuten. Stoppen Sie den Angriff und entschärfen Sie alle Einsätze, die sich an den Türen befinden. Die ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Ich glaube, da hatten wir nur wahre Küste. Die, Runde heißt, wir hauen den Imps auf die Schnauze. Also da haben die so richtig kassiert. Also da habe ich mit meinem Jedi-Ritter wieder gespielt. So, ich habe auch gelesen, dass man mit dem mit dem Portek oder mit dem Söldner, ich glaube, es geht aber eher auf den Portek hinzu. Dass man nicht immer zu viel Buffs oder generell einfach nur Attacken nutzen soll, sondern immer aufpassen soll. Was macht man? Achtung! Hey. Unautorisierte 18 Sekunden. Waffen entdeckt. Hey, Jungs, Mann!
Boah. Mann, gerade so. Herunterladen abgeschlossen. Imperiale Truppen haben den Datenkern gesichert. Sie haben Abschaltung gewonnen. Hoffentlich kann das so, und dann geben wir mal... Killerteufel. Ja. Wobei ich stehen geblieben bin. Man soll einfach nicht zu viele Sachen hier benutzen. Immer warten, damit sich diese Hitze hier nicht zu doll überlädt. Danke für die Medaille. Ups. Wenn man die Buffs, glaube ich, heißen die, immer schön lahm, immer viele, nicht viele nutzen soll, sondern immer warten soll und auch Geduld haben soll. Ja, löscht dich selber, hast selber keine Ahnung, was du da tust. So, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert und abonniert. Ja, schreibt, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.